Ja, außer die letzten beiden. Die waren nämlich ein bisschen schwieriger. Warte, wo geht's lang? Was? Fuck, bist du? Ich bin hier in dem Raum. Echt? Da, wo ich nicht reinkomme. Warum kommst du hier nicht rein? Ich weiß es nicht. Muss ich woanders sein? Das ist auf den Arsch. Ich muss sicherlich weiter nach oben, oder? Nee, ich bin hier reingelaufen. Bist du da reingelaufen? Ich sehe dich auch gar nicht. Da, da. Hallo. Ich komme da nicht rein. Viel Spaß da drin. Das hast du super gemacht. Wieso habe ich das super gemacht? Du hast diese scheiß Sequenz getriggert, bevor ich irgendwas machen könnte. Ja, weil ich da eigentlich dachte, du kommst mit. Ja, ich war ja schon fast. Oh, der Sound ist ja mal übernervig. Gibst dem Nest zwar ein Zeichen, Verbündete wieder zum Leben. Los, belebst du wieder. Wie soll ich ihm ein Zeichen geben? Ich weiß es nicht. So, ich werde ihn von hier draußen behaken. Ja, das machst du super. Ich weiß nicht. Ich halt einfach. Ja, was ist das denn? Das versägt mich. Ich bin out of mana. Nicht gut. Das ist, klingt super, was du da drin machst. Ich würde da auch gern rein. Ah, der kann einfach mal gelbe Fäuste vom Himmel herabfallen lassen. Boah. Naja, also auf jeden Fall, wir waren dann halt beim vorletzten Siegel. Das war eine ganz normale Wieseninsel. Halt total generic. Und auf dieser Insel hat ein Fluch gelegen, der unsere Gruppe auf ein bestimmtes Level limitiert hat. Das heißt, unser ganzes Level hat uns nichts gebracht und wir mussten auf dieser Insel Tatsache mit unserem Können überleben. Was oder einfach mit unserer super Waffenpower. Nee, mit unserem Können. Mit unserem Können. Das war natürlich relativ schwierig bei unserer tollen Truppe. Falls ihr nicht mehr wisst, was für eine Truppe das war, dann müsst ihr ungefähr 20 Minuten oder so zurückspulen und euch das Ganze nochmal anhören. Du bist immer noch draußen, oder? Ja, ich bin immer noch draußen. Ich mache jetzt hier irgendwie diese andere Quest, die hier noch irgendwie war. Mit diesen komischen riesen Boxen. Erledige die Lanternen. Ja, Familie Lanterna. Ich glaube, der fickt mich. Der macht viel zu viel Schaden. Ich würde dir helfen, wie gesagt. Aber du musst es ja unbedingt vorrennen. Ah, oh, geht das schon wieder los hier? Das hatten wir gerade schon. Wie vor dem Lichtsägen. Das war halt eine normale Grasinsel und auf dieser Insel hat uns halt wie immer auch ein Boss erwartet. Dieser Boss war der unglaubliche Baummann. Ja, ein 50 Meter großer Baummann mit 800 Armen und einem Metallgesicht. Der war natürlich ziemlich kampfstark, dadurch, dass wir unsere ganzen Level eingebüßt hatten. Und ich weiß nicht, was konnte er nochmal? Außer seinen Wurzelhieb. Rasierklinge. Nicht zu vergessen, den mächtigen Solarstrahl. Oh, ist er fertig da drin? Nein, der Typ hält voll viel aus und der macht mich gerade tot. Oh Mann, ich scroll hier nur auf unser dämliches Band rum. Ja, wenn wir im Portal wären, könntest du jetzt einfach Tab drücken und würdest mich sehen. Ja, ich versuche schon. Irgendwie. Ich meine, wir sind in dieses Haus reingekommen. Hey, da ist ein Life Tank. Da werden wir doch echt doch hier wohl durch diese Wand durchkommen. Nein, Wände sind unzerstörbar. Ja, und dann haben wir halt gegen Baumann gekämpft. Das war episch. Ja, man möchte meinen, wir waren komplett auf Cracker angewiesen, weil er den Flammenwerfer hatte. Die Krebsschwerter konnten gegen den riesigen Baum nichts ausrichten. Das war ziemlich blöd. Hey, ich komm rein. Awesome hast du das gemacht. Yeah. Awesome. Ich bin stolz auf dich. Beinplatten der Gedankenfreiheit. Die sind total ahnig. Die haben eine Menge Macht. Das ist bestimmt gut für mich. Ich hätte gern die Beinplatten der Gedankenfreiheit. Ich habe auch Bedarf gedrückt. Aber die machen alles super, was ich brauche. Ja, bei mir auch. Ja, du wächst da kriegst du natürlich, obwohl du gar nichts gemacht hast. Yay. Sprich mit Sinestro. Ich spreche doch schon mit Sinestro, oder? Ich hab ein Level-Up. Ich hätte auch gerne ein Level-Up. Nee, stinkst. Ja, das tue ich, aber das ist doch kein Grund, mich zu diskriminieren. Was ist das denn jetzt, mein Bild? Hey, eine super Sequenz. Achso, ich dachte schon, mein Antibiotik jetzt anschauen kann. Ja, das ist sehr schön für dich. Ich guck nicht. Ich meine, so eine behinderte Sequenz kann doch eh nicht mit unseren Storys mithalten.
Der einzige Weg, sie zu zerstören, ist, den Willen zu brechen. Sinestro benutzt Angst, die Waffe eines Feiglings. Wer sich mit uns anlegen will, aufgepasst. Mein Name ist John Stewart. Und wer da achtet Gutes nicht, den trifft mein Zorn. Green Lantern Licht. Was war das denn für ein Kackspruch? Das war ja kann ich dir nicht sagen. Wer da acht das Gute nicht, den trifft mein Licht. Oder irgendwie so in der Art. Schwul auf jeden Fall. So. Das ich hat jetzt den so krassen Stories versaut. Jo, das hat es. Wie ging das hier mit Talente, Talentleistendings, Ausstattung? Ich glaube, ich wollte Epizentrum. Wollte ich Epizentrum? Sag mir, ob ich Epizentrum wollte. Ja, ich wollte Epizentrum. Deine Mutter ist ein Epizentrum, Junge. Ja, das ist sie. Das ist sie eindeutig. Aber nicht Baumanns Mutter. Was ist das denn? Das kostet auch Superkräfte hier. Ja, deine ganzen krassen Fähigkeiten kosten. Das ist ja nicht mal krass. Das war so eine Low-Fähigkeit, deswegen dachte ich, ja, die nimmst du mal. Toll. 50% Superkraft. Das wollte ich extra vermeiden, weil ich die ganze Superkraft für meinen Heal aufsparen will. Vielleicht was? Das ist scheiße. Ne? Heal? Ja. Ich habe einen Heal-Skill. Der heilt mich eine ganze Menge. Was müssen wir jetzt machen? Beide Heal-Skills. So Stadtmitte. Stadtmitte. Und Baumann. Besiegen. Okay. Es war ein ziemlich epischer Battle. Am Ende war eigentlich nur noch du und Mr. Cracker am Leben und du hast einfach nur noch Phönixfedern gespammt, damit er ihn weiter mit seinem Flammenwerfer bearbeiten kann. Ja, unser Ziel im Kampf war natürlich die ganze Zeit, dass wir Cracker möglichst buffen und ihn am Leben erhalten, weil er als einziger Schaden machen konnte. Da war natürlich der Fehler, dass wir Makoti auf Frost spezialisiert haben, weil das hat gegen den Baum auch nicht gewirkt, weil das viel zu groß war zum Einfrieren. Aber das konnte man ja vorher nicht wissen. Ja, also ich meine, bei den anderen 22 Siegeln hat er uns ja sehr viel gebracht vorher. Und deswegen dachten wir, ach ja, das ist schon, das passt. Ja, aber hat der Cracker halt auch mal seinen krassen Moment, nachdem er vorher schon so viele hatte. Ich glaube, er ist eigentlich so der MVP in unserer Gruppe gewesen. Er war für alles da mit seinen Waffen. Muss doch einer. Ja, und dann war halt noch das letzte Siegel offen. Und zwischen der Insel mit dem 24. Siegel und der mit dem 25. Siegel lag nochmal ein Dorf. Dieses Dorf hatte einen wunderbaren Namen und zwar hieß das, das wird der Fall jetzt vermutlich sagen, wie es heißt. Schnippe. Wie heißt es? Schnippe. Gut, es hieß Schnippe. Und in Schnippe hat Tatsache unser 8. Crewmitglied auf uns gewartet. Also ich hätte zwar gedacht, dass wir da am Ende, dass Lord Läppchen das 8. Crewmitglied wird, weil in Wahrheit Lord Läppchen gar nicht böse war, sondern es war nur ein böser Plot von, ich weiß nicht, von einem noch viel böseren Typen. Ja, dann hatten wir halt 9 Crewmitglieder, weil wir hatten in Schnippe hatten wir auf jeden Fall noch einen kennengelernt. Aber ich habe jetzt schon das Ende verraten. Das ist doch auch uncool. Du hast gar nicht das Ende verraten, da. Das war die Hälfte. Ich meine, nach Läppchen ging es doch erst richtig los. Auch mal. Ja, du laberst eine gequirlte Scheiße. Du laberst gequirlte Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, jetzt haben wir die Quest-Scheiße fertig, oder? Ach ja, ich wollte Zeug reparieren. Jetzt haben wir eine neue Quest für Level 25. Sprich mit Blutpriester Lucius. Das klingt doch super geil. Ich gehe shoppen. Deine Mutter ist ein Shop. Ja, das ist er. Und? Problem damit? Ja. Ja, Shop. So, erstmal alle reparieren. Und dann machen wir uns wieder eine ganze Menge Geld, was wir nicht benutzen können. Ich verkaufe den ganzen Scheiß. Verkaufst du denn nicht auf diese F&E-Teile? Ich verkaufe alles. Alles. Relikt von Opa, weg damit. Nicht jetzt die Zentralbatterie. Ja, die habe ich auch. Da gibt's nur eine. Und innovative Innatron-Stiefel.
gehen. Shit. Wie viel Kohle hast du jetzt eigentlich? Was? Wie viel Kohle hast du eigentlich? Ich bin noch am Verkaufen. Ja, aber... Halt die Fresse, ich verkauf noch. Jung? Ich hab 12.149 plus 1.500. Boah. Das ist so krass. Alter. Das ist unglaublich. So, gibt's hier irgendwas Schönes zu kaufen? Kaufen, kaufen, kaufen. Von Ohr. Für Level 24 gibt neue Waffen. Das ist schön. Ich sage, nehme ich gleich mal eine mit. So vorsichtshalber. Ja, ist doch schön hier. Bogen des Tempelstürmers. Tanagarische Kampfhandschuhe. Electromagnetic Pistolen. Cool. Wiedersehen, Amos Bogen. Den hebe ich auf. Warum? So, ja, du bist ja Bogenspacko. Ja, geil. Bogen. Oh, oh. Solltest du dir auch mal eine Waffe mitnehmen bei dem rechten Typen da? Rechten. Da gibt's Level 24 Zeug, das können wir bald benutzen. Achso, wir müssen nach Gotham. Nach Gotham. Also, wir waren in Schnibbip. Und da haben wir uns halt auf der Straße, wie das so übrig ist, mit ein paar Prolos geprügelt. Weil die wollten uns halt unser Geld klauen, was wir nicht hatten. Und da wir gesagt haben, ey, wir haben kein Geld. Und die natürlich das nicht geglaubt haben, weil ich ja immerhin ein eigenes Königreich habe, waren sie halt so ein bisschen angepisst. Ja, da waren die halt so ein bisschen angepisst, wollten uns dann abstechen. Aber dann kam der mächtige Mech-Soldat, Lord Mechington, der war im Prinzip, bevor ich dieses Land erobert habe, der Herrscher, wurde dann aber hinterrücks ermordet und zum Mech-Menschen gemacht. Und seitdem nannte er sich nur noch Lord Mechington und war überall dort, wo es darum ging, Böses zu vernichten. Ja, und der hat sich dann halt vor uns geworfen, an ihm sind die Messer der Prolos zerbrochen, er hat sie mit seinen Fäusten zu Staub zerrieben und dann waren wir alle wieder glücklich und er hat sich uns dann angeschlossen. Das Interessante war ja, dass er mit seinem Anus Goldbarren scheißen konnte. Also deswegen hatten wir eigentlich... Reich waren. Was? Deswegen wir reich waren und kein Geld mehr hatten, unsere eigentliche Aufgabe weiter zu verfolgen. Wir haben ihn dann erstmal 5 Wochen lang Goldbarren scheißen lassen und haben uns dann so ein paar schöne technische Upgrades für ihn gekauft, weil das war relativ praktisch für uns. Nämlich eine Rüstung aus Gold. Ich guck grad, wo der Club ist, wo wir müssen. Ist das hier? Ist er der? Nach Club in Burnley. Nee, ist der falsche. Ja, und dann haben wir ihn halt dazu aufgerüstet, dass wir mit seinem mächtigen Anus alles Mögliche herstellen konnten. Nicht nur Goldbarren, sondern alle andere Arten von... Anusse. Ja, zum Beispiel. Er konnte alle Arten von Gebrauchsgegenständen herstellen. Und wenn wir halt ab und an keine Lust hatten, aufs Klo zu gehen, dann konnte er uns einen Anus herstellen, der ist dann für uns aufs Klo gegangen. Das war immer sehr praktisch. Dann hatten wir mehr Zeit zum Saufen. Ja, und als er dann bei uns war, da war halt das Gruppenklima auch um einiges verbessert. Weil er einfach mal ziemlich interessant war. Er hat sehr viel witziges Zeug erzählt. Und er war auch immer für deine Mutter Witze zu haben, weil er selber keine hatte. Deswegen konnte andere mal ungeschoren runtermachen. Das hat ihm sehr viel Freude bereitet. Und nachdem wir den Lord Mechington tatsächlich in unserer Gruppe hatten, sind wir einfach mal weitergegangen und haben uns mit großen Schritten der Festung von Läppchen genähert. Da stand immer noch das 25. Siegel zwischen uns und unserem krassen Sieg. Und es war, du selber warst es. Nett, spoiler mal nicht schon so viel. Nett, spoiler noch nicht so viel. Wir sind doch jetzt schon da. Das 25. Siegel war eine Insel, die ein riesiger Anus war. Und in diesem Anus... Welche Story konzentriert sich denn bitte um Anus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch logisch. Du kannst dich einfach alles in irgendeinen Anus reinstopfen. So. Süß doch, dass das geht. Jeder Storytelling-Typ, der irgendwie Ahnung davon hat, wird dir sagen, keine Anusse. Beziehungsweise in Maßen. Ja, das ist halt auf dem Markt noch nicht so vertreten, deswegen sehen die Leute das ein bisschen kritisch.
Nein, ja, die Scheiße, das machen die Leute kritisch. An Arnos so gewöhnt haben, dann freuen die sich darüber, ja. Dann kommt hier Arnos Revelations Teil 2. Wow. Was ist das denn? So. Also, wo waren wir? Wir waren auf dieser Insel. Die auf der Arnus-Insel. Ja, die... Sie hieß auch tatsächlich die Arnus-Insel. Ja, und da war halt das 25. Siegel. Und das war, da musste man ganz tief in den Arsch rein. Und da war dann so ein Raum, der war voller Spiegel. Und das war dann halt unser Ziel, dass wir gegen Spiegelbilder unserer selbst kämpfen. Aber das lief dann halt darauf hinaus, dass ich wieder... Kennst du die South Park-Folge mit dem Walmart? Ja, kenn ich. Ups. Was wo ist hier dieser dämliche Priester Lucius? Bin ich überhaupt im richtigen Ding? Nein, du musst in den Burn, den Nachtclub. Wo bin ich? Doch, da ist er. Nee, ich bin schon am Ziel. Dann warte ich hier mal. Ja, bitte. Weil hier ist komischerweise ein Eingang, in den man reinlaufen kann, aber da ist nichts drin. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Anus. Nee, du wirst es vielleicht sehen, das sieht wirklich so aus. Ja, auf jeden Fall war dann halt unser Ziel. Von uns wurden 8 Spiegel dargestellt, weil wir zu 8 waren. Und da mussten wir alle genau dasselbe, was wir konnten. Ja, jeder wurde halt in einen Raum gebracht und musste gegen einen Spiegel kämpfen. Das Problem dabei, dass wir nicht gegen unsere eigenen kämpfen mussten. Das war natürlich für Rach schon mal total die Arschkarte. Weil der hatte gegen Lord Mashington keine Chance. Und ja, hat dann halt ein paar Arme verloren. Und für mich war es super, weil ich gegen Rach kämpfen musste. Ja, du hast natürlich den einfachsten abbekommen. Er hat natürlich mit seinen unendlichen Armen immer probiert, den gefürchteten Stiefelstock zu klauen. Das war ziemlich enttäuschend für dich, deswegen hast du auch danach angefangen zu weinen. Aber der Rest von uns hatte eigentlich keinerlei große Probleme. Komm mal hier runter in den Anus. Sieht wirklich aus wie ein Anus. Ja, siehst du? Da sagst du, ein Anus ist hier heutzutage... Nee.